Yes, geht's dir gut heute Abend? Mega, mega cool. Ich hoffe, du bist gekommen mit viel Erwartung. Der Ben hat es vorher gesagt, hey, mach dich ready auf den heutigen Abend. Ihr habt es gesehen bei der Einladung auf Instagram, es geht um Taufe im Heiligen Geist. Und ich weiss nicht, was du schon für Erfahrung gemacht hast mit dem, aber ich möchte heute ganz wie in einer kurzen Zeit Wort verlieren über das Thema Taufe im Heiligen Geist. Und eine Taufe im Heiligen Geist ist nur eine Taufe im Heiligen Geist, wenn wir praktisch werden. Und dann nachher uns von dem Heiligen Geist füllen lassen, dünkeln lassen für das, was er heute parat hat für dich und für mich. Und darum ganz wichtig, schau, der Abend ist heute für dich ganz persönlich. Der ist nicht für die Person links und rechts, ist er ja wohl auch. Aber in deinem Verständnis oder in meinem Verständnis ist auch der Abend heute für mich. Also ich bin heute der Erste da vorne, der sagt, Heiliger Geist, erfüll du mich. Erfüll du mich mit dieser Taufe. Und ich weiss, der Abend ist auch für mich, der Paul. Und ich weiss, dass der Abend auch heute für dich ist. Dort, wo du auch immer sitzt. Und ich glaube, dass der Heilige Geist heute Abend mega vieles wird bewirken. Die Bibel sagt, dort, wo der Geist Gottes ist, dort ist Freiheit. Und ich glaube, heute Abend werden wir Freiheit erleben. Heute Abend wirst du vielleicht auch erleben, wie Gott dir gewisse Berufungsmomente gibt. Heute Abend wirst du erleben, wie vielleicht Sachen aus deinem Leben raus verschwinden, weil der Heilige Geist Platz nimmt. Oder du wirst erleben, wie Sachen bestätigt werden, wie Sachen freigesetzt werden in deinem Leben. Und ich glaube, es kommt mega darauf an, auf unsere Einstellung heute Abend, wie wir ready sind, zum Empfangen von dem Geist Gottes. Und bevor ich anfange mit dieser Message, will ich den Hauptdarsteller einladen von dem heutigen Abend. Und das ist der Heilige Geist. Genau. Mach dich ready. Er ist schon da. Come on, hey. Wow. Danke, Heiliger Geist, dass du da bist. Yes. Ja, du bist da. Danke, dass du da bist. Danke, dass du heute kommst, Platz nimmst in unserem Leben, Platz nimmst in dieser Atmosphäre, die wir geschaffen haben und jedes Gefäß da innen füllst mit deiner Liebe. Dass jedes Gefäß da innen füllst mit deiner Gegenwart. Und ich danke dir, dass wir heute Abend bereit sein dürfen, um empfangen mit dem, was du bereit hast, für jeden Einzelnen von uns. Und ich danke dir, dass du da bist. Amen. Hey, yes, Thema Taufe im Heiligen Geist. Und wie schon gesagt, ich weiss nicht, was deine Erfahrung ist mit Taufe. Und ich will gerade am Anfang ein bisschen etwas auf die Seite schieben, was dich vielleicht verunsichert. Und zwar kommt dann jemand die Frage auf, ja, brauche ich denn die Taufe im Heiligen Geist, um im Himmel zu kommen? Brauche ich denn überhaupt eine Taufe, um in den Himmel zu kommen? Und ich kann dir jetzt schon sagen, hey, schau, um in den Himmel zu kommen, brauchst du weder noch. Zum Himmel zu kommen, darfst du die Liebe von Jesus annehmen. Du darfst seine Vergebung annehmen. Und er wird dich verändern, er wird dich transformieren. Und jetzt fragst du dich, warum taufen wir? Wir taufen die Leute, weil wir glauben, dass es eine Kraft hat in der sichtbaren, in der unsichtbaren Welt, dass wir bezeugen, dass wir zu Jesus gehören. Und was passiert in der Wassertaufe? Genau, wir reden jetzt von der Wassertaufe. Was dort passiert in dieser Wassertaufe ist, du tauchst unter in dem Tod mit Jesus und du tust wieder auferstehen mit ihm. Und wir bekommen ein neues Leben über. Das ist das, was wir bezeugen in dem Sinne. In der sichtbaren, in der unsichtbaren Welt, dass wir für die Sünde tot sind und ein neues Leben bekommen haben. Und dann kommt der Geist Gottes. Und ich liebe es, ich habe einen guten Freund von mir, hat sich den April taufen lassen. Und er hat den Heiligen Geist schon lange gehabt. Aber er hat wie gewusst, er will den Schritt von dieser Taufe machen, weil er weiss, er hat einen Ort, wo er seine schlechten Angewohnheiten kann adressieren. Er hat einen Ort, wo er kann sagen, hey, look, der Mensch bin ich eines Tages gsi und der Mensch ist begraben in dem Meer in Israel, aber jetzt bin ich ein neuer Mensch. Und darum machen wir Wassertaufe. Und warum taufen wir im Heiligen Geist? Ich glaube, wir taufen im Heiligen Geist oder wir laden den Heiligen Geist ein, weil wir dazu berufen sind, um mit dem Geist Gottes zu laufen. Wenn wir ein neues Leben empfangen haben durch Jesus, unser Leben angelegt haben, ein neues Leben empfangen haben durch Jesus, dann bist du und ich berufen, dass Gott komplett in uns hineinlebt. Und wie machen wir das, dass Gott komplett in uns hineinlebt? Wir sagen, Gott, komm,
komm du, erfüll du mich. Und das ist etwas, was wir tagtäglich machen können. Gott, komm, erfüll du mich. Und das ist auch etwas, was wir heute Abend machen wollen und sagen, hey, schau, Gott, ich weiss, ich habe deine Vergebung angenommen. Und jetzt komm du mit dem Geist, erfüll du mich und nimm Wohnung ein in meinem Leben. Und das ist das, was wir machen mit dieser Taufe heute. Wir sagen, hey, Gott, komm du, erfüll du uns, nimm Wohnung ein in unserem Leben. Und warum brauchen wir das? Es ist so wichtig, dass wir den Heiligen Geist haben, damit wir Zeugen sein können. Damit wir Zeugen sein können, damit wir ein Licht sein können. Weil aus mir raus kann ich selber kein Wunder machen. Aus mir raus kann ich noch die besten Worte brauchen, wenn der Heilige Geist nicht berührt, dann bringt alles nichts. Und darum brauchen du und ich den Geist Gottes, damit wir Zeugen sein können. Damit Menschen sehen können, oder damit Menschen eine Dimension dazwischen gespürt, die nicht von dieser Welt ist. Und das ruft die Menschen wieder zurück heim. Und darum will ich mehr von dem Heiligen Geist. Ich will mehr von dem Heiligen Geist, weil ich will das Licht sein. Ich will ein Zeuge sein in dieser Welt. Und gleichzeitig will ich auch in dieser engen Intimität und in dieser Connection mit Gott leben. Und darum lade ich den Heiligen Geist jeden Tag ein und jeden Morgen und sage, Heiliger Geist, komm du. Hey, schön, dass du da bist. Genau für das brauche ich es, damit ich verändert werden kann. Die Intimität mit Gott und damit ich Zeuge sein kann. Und damit das eine extreme Power hat, weil die Kraft kommt ja nicht aus mir, sondern die Kraft kommt aus dem, was Gott aus mir raus macht. Und ich liebe es. Wenn wir heute Abend über den Heiligen Geist reden, dann kannst du es auch mit einer Quelle vergleichen, mit Wasser. Es gibt die Geschichte im Neuen Testament, wo Jesus zu dieser Frau geht und ihr sagt, und sie, hey, gib mir etwas zu trinken. Und nachher sagt er zu dieser Frau, hey, das Wasser, was ich dir geben kann, das ist lebendiges Wasser. Wenn du von dem Wasser trinkst, dann wirst du nie mehr wieder Durst haben. Und ich glaube, dass wenn der Heilige Geist heute kommt und uns erfüllt, dann ist das ein Wasser, das uns nicht mehr durstig macht nach anderen Sachen. Sondern dann ist das ein Wasser, das uns zu einer Quelle macht, das uns lebendig macht, damit wir aus dieser Quelle trinken können und damit wir weitergeben können. Ich liebe es, wie Jesus, wo Jesus auferstanden ist, lesen wir im Johannes 20, 22, dass er seine Jünger anhaucht und sagt, und jetzt empfangen den Heiligen Geist. Und wenn du so willst, hat Gott genau das Gleiche gemacht im Genesis. Er hat den Mensch geformt, den Mensch, der leblos war, der ohne Leben war, hat er geformt aus Dreck und dann den Lebensgeist reingehaucht. Und dann ist die Sünde gekommen. Was ist mit mir und mit dir passiert, wo die Sünde gekommen ist? Wir sind geistig tot gewesen. Wir sind geistig leblos gewesen. Und jetzt passiert genau das Gleiche in dem Sinne. Jesus ist wieder aufersteht und er sagt zu seinen Jüngern im Johannes 20, 22, hey, und da empfangen das Leben, empfangen den Heiligen Geist, nehmt und ihr werdet genug haben. Und nochmal eine andere Stelle, die mich extrem begeistert, ist im Johannes 7, 37 bis 38. Es ist lustig, wenn die Stelle liest, ist im Kontext, es war ein Erntedankfest, das die Juden gefeiert haben. Sie haben mega gute Ernte eingenommen und nachher haben sie gefeiert. Und wenn die Juden feiern, die können richtig fasten. Die haben dann 7 Tage in der Woche haben die gefastet und gemacht und getrunken und gegessen. Und am letzten Tag von diesem Erntedankfest steht Jesus auf und macht eine riesige Szene und sagt, aber am letzten Tag, dem höchsten Tag des Festes, trat Jesus auf und rief, wer da dürstet, der komme zu mir und trinke. Also sie haben eigentlich schon gegessen, schon getrunken. Und Jesus steht dort auf und sagt, hey, wer Durst hat, der kommt zu mir und der trinkt. Wer an mich glaubt, von dessen Leib werden, wie die Schrift sagt, Ströme lebendigen Wasser fliegen. Das sagte er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihm glaubten, denn der Geist war noch nicht da, denn Jesus war noch nicht verherrlicht. In einer anderen Übersetzung heißt, mit dem lebendigen Wasser meinte er den Geist, der jedem zuteilt werden sollte, der an ihm glaubt. Aber der Geist war noch nicht da gekommen, weil Jesus noch nicht verherrlicht worden ist. Und Jesus redet da von seinem Geist. In einer anderen Stelle sagt Jesus, es ist besser, dass ich gehe, weil der kommt, der wird noch viel die grösseren Sachen machen durch euch. Und Jesus sagt, es kommt einer, euer Ratgeber, es kommt einer, der wird euch alle Wahrheit führen. Es wird einer kommen. Und den werdet ihr brauchen, zum Licht zu sein
und zum Botschafter sein. Und es gibt ein Geheimnis im Leben mit dem Heiligen Geist. Ich glaube, das gibt es extrem. Ein Geheimnis, das ich als Paul noch viel mehr entdecken will. Ich bin noch lange nicht dort, wo ich sein will. Ich will dort sein, wo ich tagtäglich kann in dem Geist Gottes laufen und merke, oh, es ist verrückt. Ich bin erfüllt. Und ich liebe sie im Lukas 24, 49, Jesus sagt, und nun werde ich euch den Heiligen Geist senden, wie mein Vater es versprochen hat. Ihr aber bleibt hier in der Stadt, bis der Heilige Geist kommt und euch mit Kraft aus dem Himmel erfüllt. Also wartet, hat Jesus gesagt. Es ist eine Dringlichkeit, eine Wichtigkeit da gewesen, dass der Heilige Geist hat kommen konnte. Dass er hat kommen konnte in die Leben. Und ich liebe es, wie später in der Apostelgeschichte lesen wir, die Jünger, der Petrus und nachher auch später der Apostel Paulus, hat eine mega Dringlichkeit gesehen, dass die Menschen den Heiligen Geist empfangen können. Im Apostelgeschichte 8, 14 bis 17 lesen wir, dass die Jünger dort die Dringlichkeit gesehen haben, dass sie von Jerusalem nach Samaria gelaufen sind. Und das ist ein Weg von etwa 100 Kilometern oder etwa 120 Kilometern. Und sie haben dort gehört, dass es gewisse Leute hatten, die Jesus angenommen haben als ihren Erlöser. Aber sie haben wie gehört, dass sie den Heiligen Geist nicht haben. Und für sie war das eine Dringlichkeit. Die Menschen brauchen jetzt den Heiligen Geist, damit sie anfangen zu laufen mit der Kraft von Gott. Und sie sind dort angelaufen nach Samaria. Bis dahin war der Heilige Geist noch auf keinen von ihnen herabgekommen. Sie waren nur auf den Namen von Jesus, dem Herrn, getauft worden. Petrus und Johannes legten den Gläubigen die Hände auf und sie empfingen den Heiligen Geist. Und in Apostel 19, haben wir nicht auf dem Slide, in Apostel 19 ist es genau so. Es hat Leute in Ephesus, die zum Glauben gefunden haben an Jesus oder die zum Glauben gefunden haben, eine gläubige Gemeinde, die besser gesagt noch gewartet hat, bis der Retter bis verkündet wird, dass der Retter da ist. Und das Erste, was der Petrus sagt, ist nicht, hey, mega cool, wir haben jetzt ein Seminar in Ephesus, kommen und dann werden wir ein bisschen beten zusammen. Sondern das Erste, was er sagt, ist, hey, habt ihr den Heiligen Geist empfangen? Und sie sagen, nein, also wir haben noch nie von dem Heiligen Geist gehört. Und dann fragt der Paulus, sind ihr getauft? Ja, wir sind getauft. In welchem Namen sind ihr getauft? Ja, wir sind im Namen von Johannes getauft. Nachher sagt er, schau, Johannes hat getauft für Umkehr. Jesus hat aber getauft fürs neue Leben. Und Jesus hat getauft, dass jetzt dann auch der Heilige Geist kommen kann. Und wir lesen dort in der Apostel 19, dass nachher der Paulus betet hat für die Meute. Und der Heilige Geist ist gekommen und sie haben angefangen, in verschiedenen Sprachen sprechen. Warum der Heilige Geist? Hey, schau, der Heilige Geist ist Gott in uns. Und Israel hat ja einen Tempel gehabt. Zu dieser Zeit von Jesus hat Jerusalem einen Tempel gehabt. Und dort war die Gegenwart Gottes. Dort war die Gegenwart Gottes in der Fülle. Und wo Jesus am Kreuz von Golgatha gestorben ist, ist in dem Tempel der Vorhang zu dem Allerheiligsten, zu dieser Gegenwart Gottes, zu dieser Kraft Gottes, ist der Vorhang zerrissen, von oben gegen oben. Und jetzt, wo wohnt der Heilige Geist? Der Heilige Geist wohnt in einem Tempel, nicht von Menschenhand bauen, sondern in einem Tempel, wo Gott gemacht hat. Und das bist du und ich. Und heute Abend freue ich mich, dass, wenn du da bist und du Ja gesagt hast zu Jesus, dann darfst du wissen, dass Jesus dir das Geschenk hinterlassen hat. Das ist der Heilige Geist. Die Frage ist nur, wie viel gibst du ihm Raum? Wie viel gibst du ihm Raum? Gibst du ihm nur ein bisschen Raum in deinem Leben? Oder sagst du, Heilige Geist, komm du, erfüll du mich, tauf du mich, nimm du mich ein. Und was bewirkt der Heilige Geist in uns? Ich habe drei Sachen, die ich euch mitgeben will, und nachher dann werden wir praktisch. Er gibt uns Mut und Kraft. Und ich liebe es, wenn wir in der Apostelgeschichte immer wieder lesen, wie die Apostel und die Jünger von Jesus, die haben immer wieder Kraft gebraucht. Die sind predigen, die haben Zeichen erlebt, die haben Wunder gesehen, die haben gesehen, wie Menschen, wie Tote lebendig werden. Die haben das alles gesehen. Aber sie haben gewusst, dass sie das nicht aus eigener Kraft, sondern der Heilige Geist ist immer wieder gekommen und hat ihnen immer wieder Kraft gegeben. Und wir lesen Apostelgeschichte 1,8. Aber wenn der Heilige Geist über euch gekommen ist, werdet ihr seine Kraft empfangen. Dann werdet ihr den Menschen auf der ganzen Welt von mir erzählen. In Jerusalem, in ganz Judäa, in Samaria, genau dort sind sie nachher angegangen, ja bis ans Ende der Erde. Er verändert Gewohnheiten.
Also wenn du heute Abend da bist und du weißt, hey, du willst mit irgendeiner Gewohnheit nicht mehr leben und du sagst, hey, ich habe einfach keinen Bock mehr auf das. Hey, dann ist der Heilige Geist da und sagt, hey, come on, lass uns das zusammen angehen. Und auch für das kann man den Heiligen Geist einladen. Zur gleichen Zeit wird der Geist des Herrn mit Macht über dich kommen und du wirst mit ihm zusammen prophetisch reden. Du wirst in einem anderen Menschen verwandelt werden. Im Neuen Testament heisst es, du wirst ein neuer Mensch, eine neue Kreatur mit dieser Kraft Gottes. Und der Heilige Geist ermutigt und gibt Weisheit. Im Johannes 16, 13 bis 15 lesen wir, doch wenn der Geist der Wahrheit kommt, wird er euch in alle Wahrheit leiten. Er wird nicht in seinen eigenen er wird nicht seine eigenen Anschauungen vertreten, sondern wird euch sagen, was er gehört hat. Er wird euch von dem erzählen, was kommt. Er wird mich verherrlichen, indem er alles offenbart, was er von mir empfängt. In einer anderen Stelle heisst, was kein Auge jemals gesehen hat, was kein Ohr jemals gehört hat, gibt Gott denen, die an ihn glauben. Und der Heilige Geist ist da, um dir Weisheit zu geben, um Sachen zu offenbaren. Wenn du vielleicht nicht rauskommst mit gewissen Sachen im Alltag, der Heilige Geist ist da, um offenbaren. Und ich weiss nicht, was dein Background ist, ob du schon den Heiligen Geist kennst, hast, mit ihm eine Beziehung hast, oder vielleicht kommst du von einer anderen Kirche, wo es ein bisschen komisch war, spooky war, der Heilige Geist, und du hast gesagt, nein, lieber nicht, ich bleibe bei dem einfach nur ein bisschen ich und Jesus. Und ich wollte dich heute Abend extrem ermutigen. Und ich wünsche mir, dass man nachher den Geist Gottes einladet, den Heiligen Geist nochmal einladet, persönlich, dass er kommt. Im Neuen Testament ist er gekommen mit Feuer. Manchmal ist er gekommen, die Leute sind geheilt worden. Manchmal ist er gekommen, die Leute sind gesund worden. Die Leute haben Visionen bekommen, die Leute haben Bestimmung bekommen. Die Leute haben gecheckt, für was sie wirklich leben, für was sie wirklich da sind. Und das glaube ich, das wird alles heute Abend passieren. Aber was ist deine und meine Einstellung? Wenn du nicht weißt, wie der Heilige Geist kommt, dann liebe ich es, wie Jesus sagt, hey, schau, wir haben einen guten Vater, der gibt. Und du darfst wissen, unser guter himmlischer Vater gibt dir nicht irgendeinen Kabis. Er wird dir heute Abend nicht irgendetwas geben, sondern wenn du sagst, Vater, schenk mir den Heiligen Geist, dann wird er den Heiligen Geist schenken. Und ich liebe es, im Lukas 11 bis 13 steht, gibt es einen Vater, der seinem Kind eine Schlange hinhält, wenn es um einen Fisch bittet? Oder wenn es um ein Ei bittet, reicht er ihm dann ein Skorpion? Natürlich nicht. Wenn aber selbst ihr sündigen Menschen wisst, wie ihr eure Kinder Gutes tun könnt, wie viel mehr oder wie viel eher wird euer Vater im Himmel denen, die ihn bitten, den Heiligen Geist schenken? Wie viel mehr heute Abend wird Gott dir den Heiligen Geist schenken? Und ich glaube, Gott ist heute da, um uns erfüllen mit dem Heiligen Geist. Hey, ich bin der, der zuerst sagt, ich bin parat für das. Heiliger Geist, erfüll du mich. Erfüll du mich mit Mut, um noch mutiger zu sein, um deine Botschaft rauszubringen. Vielleicht bist du da und sagst, erfüll du mich mit Heilig. Und ich glaube, du und ich bestimmen heute Abend, wie viel Heiliger Geist mir zulassen. Ich will mit dieser Geschichte schliessen, und zwar ist das eine Geschichte im Alten Testament, wo der Elisa zu einer Witwe heimgeht. Und zwar ist es so, dass die Witwe ihren Mann verloren hat und sie hat mega, mega viel Schulden. Und das Einzige, was die Witwe hat, sind ihre zwei Söhne und ein bisschen Öl daheim. Und dann gibt es so Schuldeneintreiber, die läuten oder die klopfen oder was auch immer, sind keine Leute, die bei dieser Witwe daheim sind und vor der Tür stehen. Und eigentlich dieser Witwe ihre Kinder wollen nehmen. Und die Witwe war völlig ratlos gewesen. Und die Witwe sagt dem Prophet Elisa, sagt, Elisa, du musst mir helfen, ich brauche ein Wunder von Gott. Und Gott sagt zu dieser Witwe, was hast du in deinem Haus? Und die Witwe sagt, ich habe ein bisschen Öl. Und wenn du vielleicht jemanden die Bibel liest, mit Öl wird oftmals auch der Geist Gottes symbolisiert in der Bibel. Und die Witwe sagt, ich habe ein bisschen Öl. Und der Prophet Elisa sagt, okay, dann hol Gefäß in deiner Nachbarschaft und fang an, das Öl umleeren in die Gefäß. Und sie haben das gemacht. Sie haben angefangen, das Öl umleeren in die Gefäß. Und während sie das machen,
hat sich das Öl vermehrt. Ist das Öl mehr und mehr geworden. Und die Gefäße sind voller und voller und voller und voller geworden mit dem Öl, bis sie kein Gefäß mehr hatten. Und das hat ihnen wahrscheinlich nachher, das hat sie gerettet. Sie hat das noch können nehmen und verkaufen. Aber der Punkt von dieser Geschichte ist eine andere Geschichte. Der Punkt von dieser Geschichte ist, wir definieren, wie viel Öl das fließt durch uns durch. Weil schau, wenn du Jesus angenommen hast in deinem Leben, dann hast du Heiligen Geist. Dann schenkt dir Gott den Heiligen Geist. Dann hast du wahrscheinlich ein bisschen Heiligen Geist. Die Frage ist, wie viel lässt du zu, dass das Öl in deinem Leben fliessen kann? Und auch heute Abend wollte ich dich ermutigen, streck die Gefäße an, von jedem Lebensbereich, wo du drin bist. Streck deine Seele an, wenn du merkst, dass deine Seele dürstet. Gott, der Heilige Geist, kommt heute mit lebendigem Wasser. Und ich glaube, du wirst nie mehr wieder Durst haben in gewissen Bereichen. Ich glaube, heute Abend kannst du, wenn du Heilung brauchst, auch deinen Körper anstrecken und sagst, hey Gott, füll das Gefäß, Heilige Geist, füll das Gefäß. Und ich glaube, heute Abend können wir jeden Lebensbereich Gott anstrecken. Und lass uns das machen jetzt. Lass uns ganz praktisch den Heiligen Geist einladen, dass er kommt mit Kraft, dass er kommt mit Feuer. Lass uns für das aufstehen. Und lass uns da in Erwartungshaltung hineinkommen und jeder für sich. Auch du mit dem Heiligen Geist und ich, wir sind da zusammen, ich weiss es, Heiliger Geist, und da bin ich. Ja, und Heiliger Geist, das sind wir. Wir wissen, du bist schon lange da. Du hast gewartet auf den Moment. Danke, dass du da bist. Wir sagen, komm. Komm, Heiliger Geist. Komm. Tu und du, was du immer willst, Heiliger Geist, heute Abend. Komm du in mein Leben. Lass uns das jeder für sich aussprechen. Komm du in mein Leben. Heiliger Geist, komm du in mein Leben. Heiliger Geist, komm du in mein Leben. Heiliger Geist, lass uns das laut aussprechen. Heiliger Geist, füll du jeden Bereich von meinem Leben. Und ich danke dir, Heiliger Geist, dass du heute Abend da bist. Und ich will stellvertretend für uns alle da reden. Darf du uns. Darf du uns in diesem jetzigen Moment, in der nächsten Worship-Zeit. Darf du uns, Heiliger Geist. Erfüll du uns, Heiliger Geist. Wir tauchen dich in deiner Liebe. Erfüll du uns, Heiliger Geist. Darf du uns. Darf du jeden Einzelnen von uns. Nutze die Zeit jetzt im Worship, was du auch immer brauchst. Du kannst ruhig sein, du kannst da sein, du kannst warten, bis er kommt. Aber er ist schon da. Wir werden Leute haben vom Prayer Ministry, die rumlaufen und du kannst für dich beten lassen, ganz bewusst, wie es der Paulus gesagt hat, empfange den Heiligen Geist. Menschen werden da sein und sie werden für dich beten. Ihr könnt auch füreinander beten, untereinander beten. Und ich glaube, dass der Heilige Geist da ist und auch immer tut, was er tut.